Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen mal kurz vier Zeitungsartikel zeigen, die ich an diesem Wochenende gesehen habe, die mir besonders aufgefallen sind, die ich besonders positiv fand. Wir haben den Gesamteindruck und deswegen zeige ich die Ihnen hier nach diesen vier Stücken, dass wir es zu tun haben mit einer politischen Kaste, die sich regelrecht an uns austobt, die im Handstreich unsere bürgerlichen Rechte genommen hat. Ganze Industrien sind in diesem Verlauf zu Spielbällen von Möchtegern-Diktatoren geworden. Virologen sind der neue Gral. Alles, was sie sagen, ist die Maxime und alles wird ihnen untergeordnet und unterworfen. Wir haben eine Politik, die jedes Augenmaß verloren hat. Wir haben Fehleinschätzungen in Serie, die wirklich Angst machen. Wir haben zentrale bürgerliche Freiheiten, die wir jetzt in den meisten Fällen extra in jedem Fall vor Gericht erstreiten müssen. Ich denke nur an die jüngsten Demonstrationen in Stuttgart, in Gießen und anderswo. Wir haben eine apokalyptische Panikmache und wir haben eine Kanzlerin, die nur noch mit dem erhobenen Zeigefinger mit uns kommuniziert. So Beispiel 1 Berliner Zeitung. Da war ein Stück, das war überschrieben, die Stimmung wird kippen. Das ist auch genau mein Eindruck. Direkt unter der Oberfläche brodelt es. Man kann es sehen, wenn man genau hinschaut. Die Leute haben genug davon, eingesperrt zu sein. Die Politik hat jedes Maß verloren, schreibt die Berliner Zeitung im Vorspann zu diesem Artikel. Ihre Verordnungen greifen tief in unser Leben ein. Vieles wird zerstört. Die Masken sind erst der Anfang. Es wird keine schöne neue Welt. Und im Artikel selbst wird dann geschrieben, der Kernfehler der meisten Corona-Maßnahmen nach dem Shutdown besteht in der totalen Fehleinschätzung der Politik über die Grenzen ihres Wirkens. Den Eindruck habe ich auch. Noch nie hat die Politik das Schicksal aller gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, religiösen Bereiche so willenlos in die Hände von Experten gelegt. Ja, wir haben regelrecht eine Machtergreifung der Virologen, das muss man so sagen. Und das macht mir richtig Angst, denn wir wissen nicht, in welche Hände unser Schicksal als nächstes gelegt wird, in welche sogenannten Experten oder Berufsgruppen oder Berater, die gerade das Ohr der Regierenden finden. Weiter geht's in der Berliner Zeitung. Die aus den Fugen geratene Politik gibt keine Hoffnung. Das Rezept der Politik ist apokalyptische Panikmache. Habe ich ja bereits erwähnt, ist auch mein Eindruck. Und dann wird ein besonders krasses Beispiel aus Berlin gebracht. Wen überrascht es eigentlich noch? Die Zerstörung der Gastronomiebranche in Berlin kann auch durch Almosen nicht abgewendet werden. Aktuell ist zu erwarten, dass die Restaurants bis mindestens Ende Mai geschlossen bleiben müssen. So heißt es aus dem Senat. Das sind vier weitere Wochen quälenden Wartens und der Ungewissheit. Die vernünftigen Vorschläge der Wirte werden nicht gehört. Der Senat hat sich mit dem Thema noch nicht einmal befasst. Das muss man sich mal eine Sekunde durch den Kopf gehen lassen. Und das ist nicht nur ein Drama, das ist einfach ein gewaltiges Versagen. So, das zweite Beispiel, die Neue Zürcher Zeitung. Es schlägt die Stunde der Star-Virologen. Das ist, glaube ich, noch diplomatisch gesagt. Nicht nur Virologen täuschen sich derzeit in ihren Prognosen, aber deren Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten irritieren im Kontext der Corona-Krise besonders. Das ist ein klarer Befund, der hier auch deutlich aufgeschrieben wird. So, und dann kommen wir mal zu dem Top-Virologen in Deutschland, Christian Drosten. Zahlreiche Kehrtwenden kann man nur schwerlich als Bewusstsein für wissenschaftliche Unsicherheit deuten. Das schreibt die NZZ über Herrn Drosten. Vielmehr wären die Kehrtwenden überhaupt nicht notwendig gewesen, hätte Drosten von Beginn an offene Sachfragen als solche dargestellt und Unsicherheiten ehrlich kommuniziert. So, und dann erinnert mich das an ein Zitat, das ich von ihm gerade bei Focus gelesen habe, kurz bevor ich die Aufnahme hier gemacht habe. Wir müssen mit einer nicht mehr erträglichen Zahl an Infektionen rechnen. Warum sagt der Mann sowas? So, dann geht's weiter im NZZ-Artikel. Die Corona-Krise hat in Deutschland eine völlig neue Art von Popstar hervorgebracht, den Virologen. Und doch geben derzeit in Deutschland gerade die beratenden Wissenschaftler ein besonders fragwürdiges Bild ab. Sie treffen Aussagen, die man als dumm abtun könnte, kämen sie nicht von Koryphäen ihres Fachgebiets. Sie verheddern sich in offensichtliche Widersprüche, die geradezu lustig anmuten würden, ginge es nicht
um unser aller Zukunft. Dann das dritte Stück, das stammt von Jan Fleischhauer, das war eine Kolumne. Am Freitag, glaube ich schon, Notparlament, keine Opposition, endlich kann Merkel regieren, wie sie es schon immer wollte. Die Welt als großer Spielplatz, auf dem sich die Regierungschefin austobt. Tja, und der liebe Herr Fleischhauer hat dann geschrieben, der Ausnahmezustand wurde gerade erst gelockert und schon droht die Kanzlerin, die Deutschen wieder einschließen zu lassen, wenn sie sich nicht zu benehmen wissen. Das sei unausweichlich, sagt sie. Ist es das? Er nimmt sich wenigstens die Freiheit, das in Frage zu stellen. Und dann geht's um den Chef des Kanzleramtes, Helge Braun. Er hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben. Darin führte er aus, wie er und die Kanzlerin auf die Lage im Land sehen. Oberstes Ziel sei es, die Zahl der Corona-Infizierten zu senken. Und jetzt kommt ein Zitat, das nicht nur nachdenklich macht, sondern das einen geradezu baff macht und erschlägt. Dahinter steht die Wirtschaft erstmal einen großen Schritt zurück. Das erinnert mich an den grünen Stadtratsabgeordneten in Dresden, der geschrieben hat, jetzt fahren wir mal die Wirtschaft ordentlich an die Wand und dann können wir eine neue aufbauen. Das hat er dann auch gleich zurückgezogen, aber es zeigt immer noch das Denken von solchen Menschen. Und die Kanzlerin ist im schlimmsten Fall auch in dieser Riege zu suchen. So, dann haben wir auch noch bei Herrn Fleischhauer, wenn es nach Angela Merkel ginge, könnte der Ausnahmezustand ruhig noch etwas länger anhalten. Endlich kann sie so regieren, wie sie es für richtig hält. Es gibt keine lästigen Fraktionssitzungen mehr, in denen ohnehin die falschen Leute das große Wort führen. Wer war da wohl gemeint? Es gibt keine Opposition, die den Namen verdient und kein richtiges Parlament. Das habe ich sinngemäß so auch hier präsentiert im Kanal am Donnerstag, als die Debatte im Bundestag noch lief, nach der Regierungserklärung der Kanzlerin zu Corona. Und da habe ich auch meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass wir praktisch keine Opposition im Augenblick mehr haben. Und da habe ich teils üble Kritik bekommen. So schlimm sei es ja nicht gewesen. Aber genau so ist es, auch wenn man nochmal drauf schaut. Tja, und dann schreibt Fleischhauer auch noch über diese abgehobene Kaste in Berlin. Die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen, die Helge Braun und seine Chefin verfügen, werden ihn selbst nie betreffen. Der Berufspolitiker wird niemals Kurzarbeitergeld beantragen müssen. Er ist auch nicht von Arbeitslosigkeit bedroht. Seine Rente ist sicher, komme, was da wolle. Wer kann das sonst im Land sagen? Die Beamten vielleicht und ein paar Leute in Dienstleistungen oder Industrieberufen, die ganz unabkömmlich sind, aber immer mehr Menschen können das nicht sagen. Und es treibt sie zur Weißglut, wenn andere da so arrogant sind. So, und dann haben wir, das habe ich auch auf Twitter schon vor 3 Tagen weitergereicht, dann haben wir eine Untersuchung hier vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Da geht's um die Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Es wird mit der Gießkanne ausgeschüttet, was das Zeug hält, als gäb's keine Zeit mehr nach uns. Und kaum jemand denkt darüber nach, wie das alles mal finanziert werden soll. Also denkt man sich in der politischen Kaste schon wahrscheinlich seit Monaten, dass man da nicht nur im schlimmsten Fall, sondern ganz sicher bei denen zugreifen muss, die noch was haben. Und die Rechtmäßigkeit eines solchen Zugriffs, die lässt man im Bundestag bereits prüfen. Dann fiel mir Beispiel 4 ein Artikel auf, ein Kommentar von Jeffrey Tucker im American Institute for Economic Research. Jetzt kann es ein kleines bisschen holprig werden. Ich muss das 1:1 direkt aus dem Englischen übersetzen. Ich hatte nicht die Zeit, mich hinzusetzen und das auf Deutsch erstmal aufzuschreiben. Es wird einen Rückschlag geben in meistens guter Hinsicht. Also der macht sich da Hoffnung, dass einiges sich zum Besseren wenden wird, wenn die Krise vorbei ist, wenn man die Rückwirkungen oder die Folgewirkungen dessen sieht, was jetzt veranlasst wird. Da schreibt er auch über die politische Kaste aus amerikanischer Sicht. Die haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie sie die Wirtschaft zerschmettern, wie sie Vertragsrechte missachten und brechen, wie sie mehrere 10 Millionen Leben einfach zerstören, wie sie die Freiheiten der Versammlung untersagen oder unterdrücken, wie sie den Aktienmarkt versenken, wie sie alle Budgets einfach zum Platzen bringen, wie sie internationale Reise unterbinden,
verbinden und wie sie selbst die Kirchen schließen. Das ist eine gute Zusammenfassung dessen, was jetzt passiert ist. Every government executive, ja, jeder führende Mitarbeiter in den Regierungen oder in der Regierung, außer ein paar wenigen, also er sagt es nicht ganz pauschal, aber es war die ganz überwiegende Zahl, hat sich benommen wie ein kleiner, brutaler Diktator. Ja, das sollte man mal nachlesen. Und dann schreibt der Herr Tucker, der erste Hinweis auf sehr negative Folgen dessen, was jetzt entschieden wird, sei von Henry Kissinger gekommen, und zwar im Wall Street Journal. Da hat Kissinger aufgeschrieben, sinngemäß, Nationen werden zusammengehalten und blühen, also entwickeln sich positiv in dem Glauben oder in der Annahme, dass ihre Institutionen in der Lage sind, Probleme vorherzusehen, sie dann einzudämmen, also die Folgen im Griff zu behalten und die Stabilität beizubehalten. Und wenn Covid-19 vorbei ist, dann werden die Institutionen in vielen Ländern ihre Glaubwürdigkeit völlig verloren haben. Tja, da kann man auch nichts hinzufügen. Dann sagt Tucker noch sinngemäß, die Politik erzählt uns hier wirklich in vielen Fällen reine Märchen. Dann sagt er sinngemäß, wenn man vieles, was man in den sozialen Medien findet, anderswo, nämlich im Mainstream, meint er damit, überprüfen will, dann findet man raus, dass man entweder gar nichts drüber hört oder dass die Ereignisse völlig verdreht werden. Die Leute kleben an ihren Bildschirmen und haben fast kein, da ist ein englisches Wortspiel dahinter, und haben fast keine Ahnung, was wirklich passiert, weil man es ihnen einfach nicht sagt. Und das alles nennt er eine wirklich ekelhafte, unappetitliche Parade mediengetriebener Ignoranz, auch schön auf den Punkt gebracht. Und dann sagt Tucker, wird es nicht nur für die Politik zu negativen Folgen ihres Handelns kommen, sondern auch die Medien werden in einen riesigen Shitstorm sozusagen geraten, wie man das heute sagt. Er sagt, er sei lange ein Anhänger der New York Times gewesen, wegen ihrer links tendierenden Berichterstattung, aber dass im Verlauf der Corona-Krise irgendwann im März diese Zeitung, so drückt er das bildlich aus, völlig vom Gleis abgekommen ist, also entgleist ist. Anfang März, schreibt er, haben sie angefangen zu berichten, als würde die Beulenpest über uns hereinbrechen, und sie haben nahegelegt, die Schulen zu schließen und die Geschäfte zu schließen, und haben für eine total diktatorische Politik votiert. Es war absolut schockend und einfach grotesk, was wir da lesen mussten. Tja, und in Deutschland sind die Zeitungen und die Magazine auch enttäuscht, und vergessen wir auch nicht das GEZ-Fernsehen. Ich zeige Ihnen hier nur mal zwei Beispiele, die ich schon getweetet hatte übers Wochenende. Sie sehen hier einen Screenshot vom Cover, also vom Titelbild des Stern am 20. Februar mit Frau Merkel vorne drauf. Und da hieß es ganz groß: Danke, warum es dem Land hilft, wenn diese große Politikerin jetzt auf ihr Amt verzichtet. Also sehen wir mal ab von dem Ausdruck große Politikerin. Da wurde Frau Merkel nahegelegt, zurückzutreten und auf ihr Amt zu verzichten. Und was haben wir diese Woche gelesen? Am 23. April, also ungefähr anderthalb Monate später, da hieß es, warum jeder von uns heilfroh sein sollte, dass Angela Merkel noch Kanzlerin ist. Ich habe immer mehr den Eindruck, hier schreiben Journalisten in Mainstream-Medien so, als würden sie sich persönlich bewerben für die Bailouts, für die Staatshilfen, von denen sie genau wissen, dass sie, wenn alles so weitergeht, nur noch ein paar Wochen würden da reichen, die sie dann auch bräuchten und die sie unbedingt haben wollen, um zu überleben. Also Bewerbungsschreiben für die Regierung, so rum kann man es auch mal sehen. Korea, Schweden, gut. Dann wird man ihnen antworten, Südkorea und Taiwan, das sind Asiaten und die haben auch eine intelligente Politik. Das ist also ein ganz anderer Fall als hier, kann man nicht vergleichen. Dann können Sie aber Schweden nehmen. Schweden macht keinen Lockdown. Ich hatte in den letzten Tagen viele Gespräche mit schwedischen Journalisten, weil die mich interviewen wollten. Ich war für die interessant, weil ich ihr Land gelobt habe und weil Schweden unter starkem internationalem Druck steht. Alle anderen europäischen Regierungen wollen, dass Schweden als letztes Land unbedingt fällt. Denn inzwischen wissen die Regierenden alle, dass Corona nicht gefährlicher als Grippe ist, dass das Ganze ein Riesen-Hoax ist. Und sie werden ihm. Und es
wird vollkommen klar sein, wenn in einem Monat der Lockdown aufgehoben ist, unsere Wirtschaft kaputt ist, die Psychen kaputt sind, neue Leute keine Start-ups mehr gründen, weil sie Angst haben, dass bei der nächsten irrationalen Welle ihnen das alles kaputt gemacht wird, dann wird die Politik sagen, ja, wir haben riesige Schäden angerichtet, aber diese Schäden anzurichten war notwendig, weil wir sonst hier riesige Todeszahlen bekommen hätten. Und diese Lüge kann man widerlegen, indem man auf Schweden hinweist. In Schweden ist die Stimmung wesentlich besser. Die von Ihnen beschriebenen Ängste gibt es dort nicht. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Den Wirtschaftseinbruch, den gibt es auch in Schweden, weil Schweden starke Außenhandelsverpflichtungen hat. Und wenn Norwegen, Dänemark, Deutschland alle zumachen, sind die Lieferketten kaputt. Aber die psychischen Schäden, die sind in Schweden geringer und das ist der große Vorteil. Man wird dann hundertprozentig, weil ich diese Diskussion schon so oft geführt habe, weiß ich das, und wird sagen, ja, aber in Schweden sind die Sterbezahlen höher pro Kopf der Bevölkerung als hier. Und dieses Argument ist auch richtig. Nur, am Anfang, als die Debatte noch einigermaßen rational war, hat man hier in Deutschland gesagt, das Ziel unserer Politik ist es, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Dann hat man die Krankenhäuser leergeräumt, indem auch Tumor- und Herzoperationen abgesagt wurden. Wie viele Leute dadurch gestorben sind, fragt sich keiner. Die werden natürlich vom RKI auch nicht gezählt. Immer wenn man sagt, dieser Lockdown ist ein Wahnsinn, kommt als Gegenargument, ja, Sie sind Wirtschaftsmann, Sie zählen Geld gegen Leben, aber es geht hier um eine Rechnung Leben gegen Leben. Es geht um die, die unnötig gestorben sind aufgrund einer wahnsinnigen Politik und daran denken viele noch nicht. Es geht um diejenigen, die in Zukunft sterben werden, weil nach dieser großen Rezession, die wir bekommen, die heutigen Ausgaben im Gesundheitssystem nicht mehr haltbar sind. Ja? Man kann den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt nicht immer weiter raufschrauben. Dort ist zwar stark gekürzt worden, aber es wird noch stärker gekürzt werden. So, jetzt nochmal zu Schweden. Schweden unterscheidet sich von Deutschland und anderen Ländern dadurch, dass nicht die Politik in diese Maßnahmen eingreifen kann, sondern das Gesundheitsinstitut autonom ist. An der Spitze des schwedischen Gesundheitsinstituts steht ein Epidemiologe und nicht ein Tierarzt wie bei uns, der noch nicht mal zwischen einer Replikationsrate und einer Replikationszahl unterscheiden kann.